Hallo aus Bad Blankenburg. Der zweite Tag stand ganz klar im Zeichen einer Entscheidung. Am Mittag, nach dem Mittagessen, hat Thorsten Ziegner der Mannschaft verkündet, wer neuer Mannschaftskapitän wird. Wenig überraschend, das ist Jan Washausen. Sein Vertreter ist Sebastian May. Ziegner hat das begründet, weil er gesagt hat, einmal, das wäre eine Typfrage, zum anderen auch, weil beide zentrale Positionen bekleiden und deshalb gut Einfluss nehmen können auf die Mannschaft. Er hat bewusst auf so einen Mix gesetzt. Washausen ist eher so ein bisschen der leise, sachliche. May ist ein bisschen lauter, vielleicht ein bisschen direkter. Es hat eine Doppelspitze beim HFC, die sich vielleicht sehr gut ergänzt. Das war sein Wunsch, das so zu machen. Zweiter Höhepunkt des Tages sicherlich das legendäre Arschschießen, was man vielleicht noch aus der Kreisliga kennt. Die Idee dazu, das als Bestrafung für die Verlierer des Trainingsspiels zu machen, kam von Co-Trainer Michael Himisch, wie Ziegner uns verraten hat. Das Trainerteam wollte mit der Aktion einfach für ein bisschen Spaß und gute Laune sorgen. Also gute Laune bei denen, die schießen durften und nicht die, die sitzen mussten. Jan Washausen, der neue Kapitän, gehörte zu denen, die verloren haben, die also quasi auf der Linie knieten. Der nimmt es sportlich und sagt, naja, das gehört dazu, das sorgt für gute Laune. So haben sich alle ein bisschen amüsiert, keiner hat sich verletzt. Stichwort Verletzung ohnehin. Weiter läuft es gut beim HFC, alle Spieler sind da, auch Lindenhahn, Thuma und Zach, die am Mittag in Halle waren, weil sie kleine Blessuren hatten, bei Arztterminen sind jetzt wieder da und können vielleicht auch wieder eingesetzt werden. Das wird sich dann morgen zeigen. So viel vom Montag.